Das höchste Gebäude Boliviens ist die Zentralbank. Vor wenigen Jahren noch gab es in La Paz keine Hochhäuser. Boliviens Wirtschaft boomt. Die harte Sanierung, begonnen vor 6 Jahren, war selbst für die Nachbarn richtungsweisend. Die Inflation, damals bei 20.000%, ist mit ca. 15 eine der niedrigsten in ganz Südamerika. Der Boliviano stabil zum Dollar. Doch der Boom wirft Schatten. Die sozialen Kosten sind ungeheuer. Die Gegensätze zwischen Arm und Reich, in Bolivien oft durch pittoreske Bilder geschönt, klaffen sichtbar. Die Elendsviertel von La Paz mit ihren Lehmhütten wuchern wie nie die Steilhänge hinauf. Dennoch gibt es keinen Terrorismus. Das Investitionsklima ist günstig, Gewinne dürfen frei transferiert werden. Der Markt regiert. Doch die Meinungen gehen auseinander. Die Politik des freien Marktes bedeutet für uns nichts anderes, als dass wir Gefangene der reichen Länder sind. Sie wird uns weiter ins Elend, in den Hunger treiben, weil wir keine Exportmöglichkeiten haben, weil die Produktion der Nachbarn besser entwickelt ist. Es fehlen direkte Hilfen des Staates, die Erzeugung zu mechanisieren. Bis dahin sieht die Zukunft der bolivianischen Bauern düster aus. Und das wird erst einmal so bleiben, denn weite Teile der Landschaft Boliviens taugen eher für Postkarten als für die Landwirtschaft. Vor allem Verkehrswege fehlen, Märkte fehlen. Die neuen Coca-Kulturen fallen allenthalben ins Auge. Denn nach den Gesetzen des Marktes bleibt jeder beim gewinnträchtigsten Produkt. Und das ist nach wie vor die Coca-Pflanze. 4-mal im Jahr werden die alkaloidhaltigen Blätter gepflückt und nach uralter Überlieferung getrocknet. Dass man daraus noch etwas anderes machen kann als Tee oder Kauen, wissen die Bauern hier natürlich. Dabei haben erst die spanischen Eroberer den Coca-Handel richtig angekurbelt. Die Indios, die in den Silberminen schufteten, spürten weniger die Kälte oder den Hunger. Heute will die bolivianische Regierung weg vom miesen Coca-Image. Ihr alternativer Entwicklungsplan ist nicht leicht zu verstehen für die Bauern. Die Strategie der alternativen Entwicklung heißt nicht einfach, einen Hektar Coca durch einen Hektar Kaffee zu ersetzen. Diese Strategie bedeutet den Austausch einer ganzen Wirtschaft, die drogensüchtig ist, gegen eine nicht drogenabhängige. Ich würde nicht drogensüchtig sagen. Süchtig sind die, die Drogen nehmen. Ich würde eher sagen, wir haben eine kokaindurchsetzte Wirtschaft. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. 22% des Bruttoinlandsprodukts entfallen auf das Agrarprodukt. 20% davon erbringt die Erzeugung von Coca-Blättern, ein wichtiger Bestandteil der bolivianischen Wirtschaft. Wenn einer heute den Coca-Anbau abschafft, hat das unmittelbare Folgen. Die Betroffenen wehren sich, denn der Kaffeepreis ist abgesackt. Die es damit versucht haben, machten Verluste. Für Zitrusfrüchte sind die Transportkosten viel zu hoch, um konkurrenzfähig zu sein. Jetzt aber droht die Regierung mit dem Einsatz von Soldaten. Sie prangern Missbräuche an, dass schon überall mit dem Ausreißen der Coca-Sträucher begonnen wird, dass die amerikanische Drogentruppe DEA die Gewerkschaftsbüros durchwühlt. Der Innenminister soll helfen. Stellen Sie sich einmal die Situation vor, in der sich die Bauern befinden. Zugegeben, der Rauschgifthandel existiert, aber es gibt keine Terroristen in Bolivien. Doch wenn das Militär in die Coca-Erzeugergebiete einrückt und hier frontal losschlägt, werden Bauerngruppen Widerstand leisten. Es wird Unruhen geben, das könnte bis zu Terrorgruppen wie in Peru oder Kolumbien führen. Deshalb sagen wir, der Kampf gegen den Rauschgifthandel muss unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden und nicht polizeilich oder militärisch. Evo Morales ist einer, dem die ganze Richtung nicht passt. Er ist gegen die alternative Entwicklung und rührt keinen Finger dafür. Seine Meinung ist nicht die konstruktivste. Das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. Aber wir befinden uns in der Demokratie. Jeder, wie er meint. Die Bauern machen es ihrer Regierung nicht leicht,
Die Drogenfahnder haben es nicht leicht. Die Spezialeinheit für den Antidrogenkampf ist bemitleidenswert ausgestattet. 65 Mann für ein unwegsames Gebiet, so groß wie Deutschland. 3 Schreibmaschinen aus deutschen Beständen, eine Datenverarbeitung nach Steinzeitmethoden, ein einziges Telefon, keine Funkverbindung. Sie residieren in einem Hinterhof von Boliviens zweitgrößter Stadt Santa Cruz unter unsäglichen Bedingungen und verdienen zwischen 150 und 300 Mark im Monat. Waffen zum Teil aus dem Zweiten Weltkrieg. Schießtraining fällt flach aus Munitionsmangel. Im Ernstfall müssten wir mit den alten Karabinern werfen, unken sie. Die Coca-Bosse werden sich fürchten. Umso mehr, als bereits viele der kirchenmausarmen Polizisten schwach wurden. Kein Wunder angesichts der astronomischen Werte, die durch ihre Hände gehen. Hier liegt 1000 Mal ein Monatsgehalt auf dem Tisch. Nachdem es sich um ein Millionen-Dollar-Geschäft handelt, scheint es nach dem Motto zu gehen, wer zu nah ans Feuer kommt, verbrennt sich. Die bolivianische Polizei gilt als bestechlich. Es gibt Beamte, die unwahrscheinlich viel Geld, aufsehenerregende Häuser haben, obwohl sie erst wenige Jahre arbeiten. Der Verdacht liegt nahe, dass sie durch das Rauschgift korrumpiert sind. Mehr und mehr greifen die Agenten der Drug Enforcement Administration, der umstrittenen, weil vielfach ebenfalls korrupten US-Antidrogentruppe, direkt ein. In Uniformen der Bolivianer. Für 90 Millionen Dollar Kriegsmaterial wurde ins Land geschafft. Bei dieser Antidrogenoperation in Santa Ana im Bezirk Beni, der größten in Bolivien bisher überhaupt, ging der Schuss jedoch wie üblich in den Ofen. Die Coca-Vögel, entweder von den eigenen Mitbürgern oder von US-Agenten selbst gewarnt, waren ausgeflogen. Die Bevölkerung machte Front gegen die Eindringlinge. Endlose Negativschlagzeilen für die Gringos aus dem Norden waren die Folge. Die Brutalität wächst. Viele Gewaltprofis kamen aus Kolumbien herüber. Wie zu Vietnamzeiten sind die US-Militärberater wieder am Drillen und Abhärten. Eben ging das erste internationale Ausbildungslager zu Ende. Keiner fragte, wozu dergleichen Schlammbad im Antidrogenkampf dienlich sein könnte. Nur der einzige deutsche Teilnehmer bewies Reife und trat den Rückflug an. Vom bolivianischen Fernsehen prompt der Verweichlichung geziehen. Wozu also das ganze Theater? Die schwarzen Listen, früher standen Linke und Kommunisten drauf. Heute werden dieselben schwarzen Listen mit Leichtigkeit auf der Grundlage des Drogenhandels erstellt. Es ist eine Art, immer wieder das Autoritätsprinzip klarzumachen. Sie wollen uns zeigen, wer hier das Sagen hat. Aus Versehen sprengte der Boss nicht nur Coca-Pisten im Urwald, sondern auch schon mal neue Straßen für die Alternativprodukte der Bauern. Die Coca-Bosse aber reagieren elastisch. Sie verlegen halt um 100 Kilometer, wenn eines ihrer Labors in Flammen aufgeht. Im unwegsamen Urwald unmöglich zu kontrollieren. Die USA scheinen im Antidrogenkampf nicht viel dazugelernt zu haben. Anders die Europäer. Sie setzen auf Anreize für die Bauern, ihren Anbau umzustellen. Doch dafür muss zunächst die Infrastruktur verbessert, müssen Straßen gebaut werden. Angesichts der steinzeitlichen Methoden wird das Jahre dauern. Und dann müssen wir Europäer unsere Märkte öffnen. Das wird wohl noch länger dauern.